Ihr sucht nach der perfekten Geschenkverpackung? Sucht nicht weiter, wir zeigen sie euch. Stellt euch vor, ihr habt den Kuchen. Ihr konntet den Hund überreden, endlich den Partyhut aufzuziehen. Amazon hat eine Menge Ballons geliefert. Jetzt fehlt nur noch eines, um das Geburtstagskind aus den Socken zu hauen. Die ultimative Geschenkverpackung. Hier ist Josephine Delvaux und Agent Meriwether wird euch gleich zeigen, wie die Geschenkverpackung aussieht und wie ihr sie basteln könnt. Aber bevor wir beginnen, zwei kleine Bitten. Wenn euch unser Kanal gefällt, dann liked, abonniert und kommentiert, was das Zeug hält. Und schaut euch bitte den Kanal Light Heroes an. Wenn er euch gefällt, lasst doch einfach ein Abo da. Und jetzt, ohne weiteren Klimbim, gebe ich ab an Agent Meriwether. Kukulikukot, willkommen bei einer neuen Folge der Battledoor Bastelstube. Hier ist Agent Meriwether. Heute basteln wir etwas ganz Besonderes. Die ultimative Geschenkverpackung. Und das alles hat mit diesem magischen Kasten zu tun. Wie ich ihn gebaut habe, hier erfahrt ihr es. Zunächst habe ich einen großen Karton genommen und die beiden Klapphälften abgeschnitten, um eine freie Öffnung zu haben. Dann habe ich vier Pappseiten ausgeschnitten, die genau in den Pappkarton passen. Diese vier Pappseiten habe ich in gleichmäßigen Abständen in den Karton gesteckt. Für drei der Pappseiten habe ich Schlitze in den Karton geprickelt. Die letzte Pappseite kommt in den Karton. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was auf den Pappseiten zu sehen ist. Nun, die erste Pappseite kennt ihr ja schon. Ich hole sie jetzt einmal heraus. Das ist die zweite Pappseite. Sie kommt auch raus. Das ist schon die dritte Seite. Vor ihr liegt ein Geschenk. Hübsch, nicht? Aber sie kommt auch raus. Ich ziehe sie oben weg, so wie es sein sollte. Jetzt seht ihr die vierte Pappseite mit einem Geburtstagsgruß. Die erste Pappseite soll einen ausgeschalteten Bildschirm darstellen. Darum malt ihr oben ein Einschaltezeichen und einen Pfeil, der nach oben zeigt. Der Rest der Pappseite ist schwarz. Die zweite Pappseite zeigt eine Meldung bei einer WhatsApp-Nachricht. Neue Nachrichten? Eine, nämlich meine. Also habe ich mit Farbe eine grüne Luftblase mit einem weißen Rand und einem weißen Telefonhörer innen drin gemalt. Oben rechts ist ein roter Kreis mit einer 1. Ganz oben habe ich wieder einen Pfeil, der nach oben zeigt, gezeichnet. Die dritte Pappseite weist auf das vor ihr liegende Geschenk. Bitte öffnen. Oben kommt wieder ein Pfeil nach oben hin. Die letzte Pappseite ist ein Geburtstagsgruß. Happy Birthday, schön verziert. Da kann man natürlich auch jeden anderen Gruß aufmalen.
Und so setzt sich alles zusammen. In den Karton kommt zuerst der Geburtstagsgruß. Dann setze ich die Pappseite mit dem Bitte öffnen Hinweis ein. Jetzt kommt das Geschenk an seine Stelle. Als nächstes setzen wir das Schild mit der WhatsApp-Nachricht ein. Zum Abschluss kommt die schwarze Bildschirmseite an ihren Platz. Und hier habt ihr sie, die ultimative Geschenkverpackung. Für alle Technikverliebten, für Computerfreunde und Handy-Enthusiasten. Das war's dann auch schon wieder aus der Battledore Bastelstube. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!